Hallo, hallo. Es ist, ist jetzt da das zweite Video. Zweite Frage, was mich heute bewegt hat oder ja, einfach interessiert. Ich habe jetzt mal so diese Facebook-Timeline hier durchgescrollt und ja, alle paar Postings kommt mir irgendeine Weihnachts-Fotoshooting-Aktion, sticht mir da ins Auge, ja. Warum diese Aktion? Also schon, klar, ja, das übliche Thema Kundengewinnung und so weiter, aber was ich daran nicht verstehe, Beispiel, ein Fotograf, eine Fotografin erstellt eine Weihnachtsaktion, ja, super tolles Weihnachtsshooting, kostet x Euro, ja, und als Aktionspreis noch minus, am besten gleich 50% und was auch immer dazu und die Fotos kosten dann XYZ Euro. Stelle ich mir jetzt doch die Frage, selbst als Fotograf, dass den größten Wert, den ich eigentlich habe, ja, den Wert, den ich dem Kunden geben kann, das ist das Fotoshooting. Das heißt, die Arbeit und die Zeit, die ich in den Kunden investiere, in die Person investiere und den dann fotografiere, ja. Die ganzen Drucksorten, was dann dazukommen, ja, die muss ich einkaufen und kann dem Kunden weiterverkaufen. Ja? Und das ist auch meiner Meinung nach der einzige Posten, wo ich Rabatt geben kann drauf. Aber auf die Arbeit, auf die Zeit, auf mein Know-how, auf mein Wissen, auf, ja, umgekehrt, auf dein Know-how. Ja, warum gibst du auf dein Know-how, auf dein Wissen, auf deine Arbeit, Aktion und Rabatt? Verstehe ich nicht ganz. Finde es ganz interessant. Also überleg dir mal, nach Weihnachten kommt Ostern. Vielleicht sehe ich dann ein paar Osteraktionen, die ein super tolles Shooting beinhalten. Aber ja, vielleicht als kleines Giveaway dann als Osteraktion ein 20x30 Foto dazu geschenkt. Ja? Den Druck. Aber nicht die Arbeit und die Zeit. Finde ich wirklich schade. Eigenartig. In diesem Sinne, bleib kreativ. Gute Nacht. Bis zum nächsten Mal. Ciao.